wieder sind Hunderttausende auf dem Nürburgring zusammengeströmt, um Zeugen des Kampfes um den ersten großen Preis von Großdeutschland zu werden. 17 Rennwagen stehen am Start. Mercedes-Benz, Auto Union, Alfa Romeo, Maserati und Delahaye. Auch das stolze Luftschiff Graf Zeppelin mit seinen 4 Mercedes-Benz-Motoren ist zu Besuch gekommen. Da biegt schon das Feld in die Südkurve. Die große Schlacht hat begonnen. Wie Kinderspielzeuge wirken die dahinjagenden Rennwagen aus der Vogelschau. Aber für die Fahrer sind 500 Kilometer auf dieser schwierigsten Rennstrecke der Welt alles andere als ein Kinderspiel. Mehr als 1000 Mal müssen sie kuppeln, schalten, bremsen. Der kleinste Fehler gefährdet Leben und Sieg. Kurve reiht sich an Kurve, scharfe Steigungen wechseln mit jähen Gefällen. Ungeheuerlich ist die Beanspruchung der Maschinen. Mehr als 7000 Touren müssen die Motoren in der Minute drehen. Und all das durch nahezu 4 Stunden. Eine unerbittliche Zerreißprobe für Wagen und Fahrer. Die Ausfälle sind groß. Caracciola, der sich in der 13. Runde die Führung erobert hat, trägt die Hoffnungen der großen Mercedes-Benz-Gemeinde. Strichweise niedergehende Regenschauer haben den Ring gefährlich glatt gemacht. Aber ruhig und sicher steuert der erfahrene Meister Caracciola seinen Wagen dem Ziele zu. Gespannt verfolgen die Oberingenieure Wagner und Hees, die Konstrukteure der Mercedes-Benz-Rennwagen, die erregende Schlussphase des Kampfes. Die letzte Runde. Unter dem Jubel der Zuschauer geht Caracciola durchs Ziel.